Aber das werde ich jetzt noch hier an dieses Video dranhängen. Das bedeutet, wir werden jetzt Metall und Holz schneiden. Boah, die Filter sind hier gar nichts mehr. Was ist denn das für Scheiß? Wie dumm muss man sein, Alter. Philipp, ja. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es weiter mit dem Projekt Bandsäge. Im vergangenen Video habe ich euch gezeigt, wie ich hinten den Deckel vom Getriebe repariert habe. Da haben wir Guss geschweißt und da habe ich euch auch das erste Mal gezeigt, wie die Bandsäge halt eben einfach läuft. Und im heutigen Video werden wir uns mal um das Gehäuse kümmern. Da werden wir nämlich alles mal wieder so ein bisschen frisch machen und der Bandsäge eine schichtneue Farbe verleihen. Darum geht es heute, da werde ich euch heute mal so ein bisschen mitnehmen und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Räumen wir so ein bisschen auf, dass wir die Bandsäge gleich einpinseln können. Hi Leute, hier eine ganz, ganz wichtige Information und zwar für alle die, die gerne drechseln. Endlich sind die fortgeschrittenen Kurse, die Schalenkurse, vorbereitet. Ihr könnt einen Kurs buchen und könnt sehr, sehr gerne vorbeikommen und da könnt ihr einfach mal auf einen Kurs klicken. Da bekommt ihr ganz viele Informationen. Da ist auch ein kleines Video, wo ihr dann halt eben seht, was halt eben vor Ort dann passiert, wieso der Drechselkurs abläuft und genau. Schaut einfach unten in die Videobeschreibung, da findet ihr einen entsprechenden Link und würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Den Motor können wir jetzt erstmal wieder abschrauben, denn den werden wir jetzt erstmal nicht lackieren. So, die Teile, die ich einfach runterschrauben kann, die schraube ich da noch runter, damit ich das hier später einfacher lackieren kann. Wir können auch hier gerade mal wieder schauen, wie viel Lack wir da noch runter bekommen. Das ist nämlich irgendwie so ein komisches Zeug. Ich habe es in einem vergangenen Video schon angesprochen. Mein Vater meint, dass das krebserregende Farbe ist. Deswegen werde ich die nicht wegschleifen, sondern nur das, was halt eben geht, wegschaben. Das ist so eine Kleinigkeit, die solltet ihr euch auch immer so ein bisschen vor Augen führen, wenn ihr euch so altes Werkzeug zulegt. Die haben halt vor 100 Jahren, hatten die halt irgendwie andere Standards als heute. Da waren halt teilweise noch irgendwie wirklich ganz, ganz komische Sachen in den Farben drin, die man nicht unbedingt einatmen sollte. Deswegen hier mal so ein kleiner Hinweis. Ohne Verdünnung geht es leider nicht so ganz, aber dafür funktioniert es tatsächlich eigentlich ziemlich effizient. Stinkt zwar wie die Hölle, aber funktioniert. Boah, die Filter sind hier gar nichts mehr. Was ist denn das für Scheiß? Wie dumm muss man sein, Alter. Philipp, ja. Also zugegebenermaßen, die Farbe ging jetzt doch viel schlechter runter als erwartet, weil wenn jemand von euch weiß, was das für komische Farbe ist, dann schreibt mal das bitte mal. Das ist echt so komisches, klebriges Zeug und ja, also normaler Lack ist das, soweit ich jetzt das so mal beurteilen kann, nicht. Aber vielleicht irgendwie so Bitumenfarbe, ganz komisches Zeug. Aber jetzt mit dem Lösemittel, da war das Ziel auch eigentlich, dass man mal das Öl bzw. das Fett auf der Farbe, auf dieser komischen Farbe lösen kann, weil ich schätze mal, dass eigentlich auf dem Zeug ziemlich jede Farbe ziemlich gut halten wird. Speziell dieser Hammerschlaglack, der funktioniert ja eh eigentlich ziemlich unkompliziert und wenn da eine unglatte Stelle ist, sollte das auch nicht so das Problem sein. Boah, leck, es wird langsam warm. Ich habe mir heute übrigens mal überlegt, dass ich die Maschine nicht komplett grün streichen werde. Ich habe nämlich auch nicht mehr so viel grüne Farbe, aber ich habe schon neue bestellt. Aber ich habe mir überlegt, dass es vielleicht ganz cool aussehen könnte, wenn ich so den Hauptkörper, dass ich den schwarz mache und den Rest, dass ich den grün mache. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht wirklich schön werden kann. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Und jetzt auch so ein bisschen zum Grundding. Ich plane jetzt nicht, die Bandsäge hier wirklich perfekt zu restaurieren. Die soll so ein bisschen Charme haben. Sie soll einfach mal eine frische Lackierung bekommen. Und da muss nicht alles komplett lackiert werden. Speziell die Hebel, manche will ich nicht mehr abmachen, weil die dann teilweise schon geschweißt sind. Da ist mal die Gefahr nämlich dann zu groß, dass die brechen beim Abbau. Da habe ich aber schon was geplant. Vielleicht gibt es dazu gleich ein bisschen mehr. So, ich würde sagen, wir probieren es jetzt erstmal hier unten aus. Ich muss mich eh die Farben ein bisschen von dem Stab hier runter bekommen. So, einmal, zweimal, dreimal. Boah, ich bin echt mal gespannt, wie das später aussieht. Also, let's go. Ich gehe jetzt mal bewusst so ein bisschen über die Dreckstellen drüber. Da ist ja Lösemittel auch hier in der Farbe drin. Und ich bin mal gespannt, ob die diese alte Farbe, ob die das so ein bisschen angreift. Wäre natürlich schön, wenn das jetzt einfach funktioniert. Aber ich bin eigentlich ziemlich guter Dinge. Schöne bei diesem Hammerschlaglack ist halt auf jeden Fall, dass der
auch wenn man den nicht so ideal aufträgt, dass der immer noch später ziemlich cool aussieht, wegen diesen Pigmenten da drin. Also diese Struktur, die dann danach, wenn sich das Ganze verfestigt, die halt eben dann erzeugt wird. Und brauchen wir Füllfarb bei dem Dörrteil. Was, Hotsche? Vor allem viel und lang vor allen Dingen, ne? Ah, du bist Skifahrer, also Snowboard. Jetzt kann man mal so langsam anfangen, die Bandsäge wieder zusammenzubauen. Und ich habe mir auch in der Zwischenzeit mal richtige Passstifte gekauft. Deswegen werde ich den selbstgebauten Passstift hier auch wahrscheinlich nicht benutzen. Kommt natürlich drauf an, wenn der jetzt hier reinpasst. Wenn die kleine Zange nicht funktioniert, probieren wir es mal jetzt mit der großen. Ah, ich glaube, das funktioniert sogar. Dann habe ich mir ja noch hier diese Schraube fertig gemacht und habe dann Gewinde reingeschnitten, damit ich das dann jetzt noch zusätzlich einmal festschrauben kann. Ich habe noch M8 geschnitten. Das muss doch passen. Als nächstes können hier wieder Lager rein. Und bevor ich das mache, mache ich hier einmal alles sauber, damit wir auch keinen Dreck haben. So, die Feinheit liegt jetzt darin, dass man hier diese Büchse nicht vergisst. Denn die distanziert diese beiden Kugellager halt zueinander. Und die darf man natürlich dann nicht vergessen. Vorne das Kugellager, das geht auch relativ leicht eigentlich rein. Deswegen ist das jetzt auch schon wieder drin. Ich habe die Schraube jetzt hier minimal nur runtergeschliffen, damit sie halt auch nicht schleift. Dann sollte das jetzt auch passen. Und passt. Ich kann mich ja nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie das Ganze montiert war, als wir es abgebaut haben. Aber hier auf dem Teil ist eine neue und hier ist eine neue. Und außerdem habe ich die Schrauben direkt, nachdem wir sie rausgedreht haben, hier wieder reingedreht. Und woanders sind keine gesenkten Löcher. Das bedeutet, anscheinend drückt dieser Kranz hier oben einfach das Kugellager wirklich nach innen. Dann scheint das wohl in dem Fall wirklich so montiert gewesen zu sein. Man sieht hier jetzt so ein kleiner Abstand. Der hat mich gerade so ein bisschen irritiert, aber es macht alles andere keinen Sinn, weil die Schrauben hier passen nämlich woanders nicht da mehr drauf. Ist auch ganz witzig, manche Schrauben passen nur an manchen Löchern. Also das ist auch irgendwie so eine Eigenheit, da manchmal so ein bisschen die Schrauben vertauschen und dann gehen sie schon viel besser wieder in den Rahmen rein. Jetzt ist nämlich so ein kleiner tricky Part. Währenddessen ich nämlich vorne das Bandsägenrad reinschiebe, muss ich hier die Büchse reinpacken und dann muss das Kugellager erst hier rein. Das wird ein bisschen unschön, das da jetzt da reinzuschlagen, aber irgendwie muss es funktionieren. So. Das auch funktionieren, wenn ich das jetzt so rausschiebe. Jetzt kommt hier nämlich diese Scheibe rauf. Die muss ich nämlich jetzt mit Hammerschlägen wieder festschlagen. Wie weit kommt man noch? Das gleiche dann auch hier vorne, nur dass hier vorne ein Linksgewinde logischerweise dann drauf sein muss, damit das dann auch eben halt hält. Zack, das war's schon. Alter, wo ist denn jetzt schon wieder der Schraubenzieher? Das gäb's doch nicht. Der Deckel hier passt zum Beispiel auch nur in eine Richtung drauf, weil die Löcher nicht genau distanziert sind. Die Riemenabdeckung der Bandsäge ist ebenfalls aus Guss. Da sind wirklich ganz, ganz viele abgefahrene Teile dran, die zeige ich euch aber später. Und das sind jetzt so die Punkte, wo es mir persönlich Spaß macht, weil ich halt eben vorher einen ganzen Tag reingesteckt habe, um auszuprobieren, wie das halt eben mit dem Gussschweißen funktioniert. Und jetzt kann ich sagen, okay, hier, dieses Teil ist kaputt, das schweiße ich da jetzt einfach wieder dran. Ich habe so ein bisschen Vorerfahrung gesammelt und kann jetzt diese Erfahrung so ein bisschen verfestigen und verbessern. Und das hat dann auch wirklich richtig gut funktioniert. Und das macht mich halt auch eben dann einfach richtig happy bei dieser ganzen Arbeit.
Also ich sehe die jetzt auch zum ersten Mal laufen, vorher war sie ja kaputt. Ich habe noch nie so Geräusche bei einer Bandsäge gehört. Naja, das Getriebe macht halt auch ein bisschen Musik, aber ist halt so. Alle Teile sind jetzt fertig lackiert und jetzt kann ich das Ganze mal zusammenbauen. Also let's go. So, klitzekleiner Zeitsprung. Eigentlich wollte ich die Vorstellung der Bandsäge in einem separaten Video machen, aber das werde ich jetzt noch hier an dieses Video dranhängen. Das bedeutet, wir werden jetzt Metall und Holz schneiden. Ihr fragt euch vielleicht, Metall, wie soll das gehen? Werde ich euch gleich zeigen, aber zunächst werde ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen die Maschine von allen Seiten zeigen, wie die halt eben jetzt so geworden ist. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich bin richtig, richtig happy, denn die schneidet so unfassbar gut, das seht ihr aber gleich. So sieht die Bandsäge jetzt mal aus. Hier habe ich noch einen Schutz dran gebaut, weil hier das Band halt eben offen war. Ich werde das jetzt auch hier als mal hochklappen. So kann man nämlich den oberen Deckel als mal öffnen. Den unteren Deckel kann man ähnlich öffnen. Einfach hier diese Klammer hochdrehen und dann kann man das Ganze schon öffnen. Ihr seht, das passt hier ganz genau, sodass man ganz entspannt das Band wechseln kann. Das hier ist die obere Bandführung. Wenn wir hier ein schmaleres Band reinpacken möchten, dann müssen wir auch die einfach austauschen. Das seht ihr aber gleich. Nicht wundern, der Verstellknauf, der kommt noch an. Den habe ich leider beim Verkäufer vergessen. Der sollte aber heute bei mir auch ankommen. Hier kann man wie gewohnt die Bandspannung einstellen. Und das Schöne an diesen alten Maschinen ist, dass man halt hier sehr, sehr viel Hub hat, was mir halt jetzt ermöglicht, auch die Bänder von meiner alten Bandsäge hier drauf benutzen zu können. So sieht der Deckel aus. Hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe hier ein kleines Ölleck, aber da kommt auch jetzt schon fast mittlerweile kein Öl mehr raus. Ich hoffe, dass das hier halt jetzt einfach hält. Aber bis jetzt sieht es eigentlich schon mal ganz gut aus. Hier sehen wir die Riemenabdeckung, da muss ich hier ein bisschen was keilen, damit die Riemenabdeckung nicht an der Kupplung halt eben schleift. Das ist jetzt eine einfache Lösung und ich finde es auch gar nicht mal so verkehrt. Das ist einfach ganz toll, wie viel Arbeit die früher in diese simplen Bauteile eigentlich reingesteckt haben. Das ist so eine tolle Riemenabdeckung, eine richtig feine Sache. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier noch andere Maschinen irgendwie dran befestigt waren, weil hier noch eine Aufnahme ist. Hier ist irgendwas, vielleicht ist das aber für die untere Riemenabdeckung gewesen. Und da unten ist ja auch nochmal eine Riemenscheibe, die dann auch irgendwas im Prinzip antreiben konnte. Mit dieser Schraube hier kann man quasi die Neigung einstellen, damit man das Blade Tracking einstellen kann. Wenn ich merke, dass ich das öfters verstellen muss, dann werde ich hier wahrscheinlich was aufschweißen, damit man das Werkzeug losmachen kann. Ich habe ja schon gesagt, dass man damit auch Metall schneiden kann. Da werden wir auch gleich ein bisschen 6er Flachstahl sogar an der Kurve schneiden. Das funktioniert einfach mit dieser Bandsäge, weil die ja dieses Getriebe hat, damit man die Drehzahl, um Metall schneiden zu können, so ein bisschen runterregeln kann. Und das werden wir jetzt auch direkt einmal machen. Ich werde einmal alles schließen und dann werden wir direkt ein bisschen Metall an der eigentlichen Holzbandsäge schneiden. So ein cooles Feature. Richtig toll. Und so konnte ich jetzt ganz einfach in einem 6er Flachstahl hier dieses Teil ausschneiden. Das ermöglicht auch wieder ganz, ganz viel. Und die Schnittkante sieht halt auch einfach sehr, sehr schön aus, sodass man daraus auch wirklich was Praktisches einfach am Schluss machen kann. Aber jetzt werden wir mal ein Holzband aufspannen und dann zeige ich euch, wie der Blattwechsel hier funktioniert. Also einfach wieder die Bandabdeckung öffnen. Das Schöne ist auch bei dieser Maschine im Vergleich zu meiner alten, dass hier im Prinzip wirklich auch der Großteil von dem gesamten Band abgedeckt ist. Was halt auch einfach schön für die Sicherheit ist. Die Maschine ist halt nicht ganz werkzeuglos. Damit kann ich aber leben. Wahrscheinlich werde ich am Schluss sowieso hier immer ein relativ schmales Band drauf stehen lassen. Denn mit dem kann ich hier in der Maschine fast alles schneiden. Von daher ist das für mich vollkommen vertretbar. Dafür, was die Maschine halt eben gekostet hat und was sie halt eben kann, dann kann man sich schon mal hier die Mühe machen und einfach hier die Messingteile austauschen. Das hier waren, wie gesagt, die Messingaufnahmen für das breite Band. Als nächstes kommen die Aufnahmen für das schmale Band dran. Also auch hier relativ simpel gelöst. Einfach hier mit einem Messingklotz die Führung gestaltet.
Als nächstes die Bandführung wieder einstellen. Nicht wundern, die ist hier relativ stramm tatsächlich dran. Wir werden jetzt einfach mal was schneiden. Wenn die Bandführung richtig eingestellt ist, dann müsste auch schon einiges gehen. Ich habe extra am Schluss mal noch eine kleine Kurve reingeschnitten, damit ihr gesehen habt, dass die auch bei so einer großen Höhe, dass die da immer noch relativ gerade schneidet. Das Teil hier war jetzt übrigens 16,5 cm hoch. Es geht ein bisschen mehr, also die maximale Schnitthöhe sind 22, aber ich hatte jetzt kein Stück, was entsprechend groß ist. Und ich muss sagen, für 80 Jahre ist das einfach so abgefahren. Aber wir haben ja noch was geschnitten. Ich habe überall extra relativ enge Radien geschnitten, weil das ist halt eben so das Anspruchsvolle an einer Bandsäge, dass wenn sie dann noch schneidet, genügend Power hat und die hat sogar nur 1,1 kW der Motor, aber ich denke, das Getriebe macht hier sehr, sehr viel aus. Und das Teil hier, das war jetzt auch 9 cm hoch und wenn man solche Radien in so einem hohen Material gut schneiden kann, dann ist das immer ein gutes Zeichen, dass die Bandsäge einfach gut performt. Wir sehen, das Teil habe ich hier rausgeschnitten. Und dann habe ich dieses Teil hier nochmal rausgeschnitten, um einfach zu zeigen, dass man auch maßhaltig parallel hier so etwas schneiden kann. Und das hier war auch ganz abgefahren, da habe ich quasi im Längsholz das Ganze geschnitten. Und ihr seht, es funktioniert auch richtig gut. Ey, ihr glaubt gar nicht, wie happy ich bin. Also ich hätte nicht gedacht, dass diese Bandsäge in der Kürze der Zeit so gut wieder wird. Und ich hätte nicht gedacht, dass die so brillant schneidet. Das ist wirklich ganz, ganz abgefahren. Wir haben eine schöne Schnitthöhe. Die Bandsäge an sich ist sehr, sehr kompakt. Sie hat ein schönes Gewicht, da sie auch relativ stabil steht. Ich schätze mal, dass die so um die 300 Kilo wiegt. Aber man kann es trotzdem immer noch sehr, sehr gut bewegen. Solange man sie irgendwie auf eine Palette rauf bekommt, kann man sie sehr, sehr einfach durch die Werkstatt durchfahren. Es ist aber geplant, dass sie auf jeden Fall ganz auf den Boden gestellt wird, weil so ist die Bandsäge ein bisschen hoch und ey, ihr glaubt gar nicht, wie happy ich bin. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Bandsäge findet, wie ihr so diese Restauration findet. Ich habe zwar nicht alle Lager neu gemacht, um genau zu sein, habe ich tatsächlich gar kein Lager neu gemacht, weil die eigentlich noch okay waren. Ich kann mir vorstellen, dass die im Laufe der Zeit generell schon mal überholt wurden. Die haben sich alle noch gut angehört und von daher wollte ich hier einfach das Projekt schnell durchziehen und die Lager, wie gesagt, die waren noch relativ okay. Und ja, jetzt habe ich endlich mal eine große Bandsäge. Es hat so lange gedauert und ja, Mann, ich bin richtig, richtig happy. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen Platz freischaufeln, damit ich die Bandsäge irgendwo hinstellen kann. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Eine Kombination zwischen Restauration und halt eben ein bisschen Bandsäge in Action. Richtig coole Sache. Also das soll es für heute gewesen sein. Unten findet ihr jetzt noch, oder hier findet ihr jetzt noch zwei weitere Videos. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Ciao.